Ein weiteres Male heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sakuna of Rice and Ruin. Ja, wir sind im letzten Part hier stehen geblieben. Mit leerem Magen tatsächlich. Ich weiß gar nicht, was ich mir im letzten Part gemacht habe. Allerdings sollten wir vor allem erstmal gucken, was wir als herstellen können, beziehungsweise was Neues herstellen können. Wir brauchen nur High Quality Oak, das ist Eiche. Iron Ore und Moonlit Stone, um die nächsten beiden Sachen herzustellen. Das haben wir leider nicht. Wir haben auch nicht. Hallo? Danke. Ja. Was ist eigentlich? Kein Dünger haben wir auch nicht. Ich weiß nicht mal, ob wir Dünger überhaupt machen, ob wir es jetzt überhaupt machen sollen, Dünger, im Winter. Ich meine, da ist ja nichts drinne. Dementsprechend, ja. Warten wir einfach mal erstmal ab. Lassen wir es einmal so. Ja, wir gehen mal auf die Weltkarte. Ich weiß, wir haben Hunger. Allerdings, es regnet gerade. Da möchte ich nicht so wirklich hier rausgehen. Aber wir versuchen mal trotzdem mal hier einmal noch hier die Lucid-Fälle ein bisschen zu bringen. Ein bisschen das Exploration-Level höher zu treiben und dann eventuell auch sogar weiterzumachen in der Geschichte. Beziehungsweise in dem Gebiet halt weiterzukommen. Na, ihr wisst Bescheid, wir haben da noch einiges zu erledigen, denke ich mal. Weil, ja, beim letzten Mal, wo wir da waren, ist es, glaube ich, gerade erst Nacht geworden. Und konnten dementsprechend natürlich auch nicht viel machen. War ja nicht auch ein Erz? Ja, haben wir schon abgefarmt, okay. Wir waren hier tatsächlich vor kurzem erst, sonst wäre hier ja was gewesen. Ja, ja. Ups. Stimmt, das können wir auch mal machen. Taomon. Gehen wir jetzt zum Strand. Und dann gehen wir hier nochmal hier hin, da müssen wir auch noch irgendwie was Salz bekommen. Ich meine, wir haben 5 Stück bekommen, aber warum bekommen wir das sechste nicht? Das verstehe ich auch nicht. Und was ich auch nochmal gerne holen würde, ist Öl. Ich glaube, wir müssen dafür nochmal die Kröte besiegen, oder? Ich meine, die Kröte hat ja Öl getroppt. Das wissen wir ja. Das sah ja sehr merkwürdig aus, wo die das getroppt hatte. Wow, hier waren wir auch erst. Was habe ich im letzten Part alles gemacht? Ich weiß es selber nicht. Die Kröte war hier unten hinten, ne? Ja, die war hier. Dann gehen wir nochmal in die Tiefen. Und versuchen uns mal an der Kröte noch einmal, um eventuell Öl zu bekommen. Ich weiß nicht, ob die Öl droppt. Also einmal hat sie getroppt. Ich weiß nicht, ob wir nochmal bekommen. Das hat ja nicht lange gereicht, um ehrlich zu sein. Gucken wir einfach mal. Einfach mal schauen. Ah, die kommt gar nicht mehr. Das ist natürlich schade. Wir haben dafür noch einiges erledigen. Eigentlich. Wir müssen hier noch 10 Dämonenbären besiegen. Hier haben wir alles gemacht. Ich möchte mal gucken, wie viel Schaden wir jetzt eigentlich diesen schwarzen Schatten machen. Wenn wir den jetzt innerhalb von 30 Sekunden besiegen können, dann ist es auch ganz, ganz, ganz nice, oder? Einfach mal gucken. Ich glaube, das war nur hier runter, ne? Ja, ich habe sehr schlechte Erinnerungen. Also sehr. Ja. Es ist theoretisch möglich, wenn sie sich umdreht. Ah. Ja. Oh nein, eigentlich kann ich es komplett vergessen. Das war nicht das. Ich kann ihn in 30 Sekunden besiegen, wenn, ja. Einfach mal machen. Dann müssen wir es später nicht nochmal machen. Also wir müssen später in der Nacht nochmal 30 Sekunden lang besiegen. Innerhalb von 30 Sekunden besiegen, aber das können wir ja. Ach, ihr wisst Bescheid, ne? Ihr wisst Bescheid. So, mal gucken. Ich muss halt gut setzen, die ganzen Sachen. So, wo kommt er?
Ah, da kommt jetzt gar nicht mehr. Wir haben... Man hat nur einmal die Chance immer wieder pro Tag wahrscheinlich, ne? Aber das ist natürlich ärgerlich. Ah. Gut, hier haben wir alles. Hier auch. Hier fehlt uns was. Wir müssen noch ein paar Feinde besiegen. Die waren hier nicht so stark, oder? Waren die hier stark? Ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall... Ich möchte jetzt halt nicht so in ein neues Gebiet rein... Also in ein neueres Gebiet rein, weil wir haben ja nicht so nicht gegessen. Das ist natürlich dann ein bisschen... Ja. So. Ahahaha. Lebst du noch? Ich weiß, müsste eigentlich hier was anderes erkundschaften. Aber, ja. Das müssen wir ja auch irgendwann erledigen, ne? So. Ich meine, so viele Gegner sind das gar nicht, die wir besiegen müssen. Da sind immer ein paar mehr, ne? Aber dann, es ist alles für die Zukunft. Alles für die Zukunft. Wir müssen halt nicht nochmal machen. Wie verhältst du denn aus? Halt einfach mal stehen. So. Und ich glaube, hier waren auch noch genug Ärzte, ne? Hallo, ich... Oh Gott. Hatte ich nicht schon mal das Problem hier? Ich weiß es nicht. Wir brauchen ja auch Moonlit Stone oder so. Hier bekommen wir auf jeden Fall Eisen. Nee, da können wir nicht hoch, okay. Wie es ihm anhört. So, weg mit dir. Na. So. Ja, ja, du kommst auch noch dran, keine Sorge. Bald müsstest du es auch erreicht haben, ne? Oder? Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe. Irgendwie Konter oder so. Aber es geht ja relativ schnell, ne? Die Gegner hier zu besiegen. Sehr gut. Da kommen noch ein paar Fischlis hier an. Und das waren auch schon 8, 8 alle. Autsch, autsch. Oh Mann. So, einmal essen auch. Dann habe ich gleichzeitig gut für Essen gesorgt. So, sehr schön. So muss das sein. Und da haben wir auch gut Essen eingesammelt jetzt, ne? Denke ich mal. Huch, das sah ja merkwürdig aus. Was war nochmal hier hinter? Ach, wir sind hier drin, wir haben es rausgeschafft, okay. Gut. Denk mal, für Essen ist jetzt gesorgt. Ich hoffe, es ist noch nicht so früh, um kurz nochmal bei der Schmiede nachzugucken. Wir haben ein bisschen Eisen gesammelt. Ich weiß nicht, ob wir Eisen brauchen. Wir brauchen für irgendwas Eisen, oder? Ich denke mal, das war so. Jui, bist du zufällig da? Ich hätte vielleicht ein Anliegen. Should I make something, Goddess? Okay, wir brauchen nur noch hier Fasanfeder. Und ein Black Deer Hakama. Das ist natürlich interessant. Also ein Schwarz von einem schwarzen Rentier brauchen wir nur noch ein Leder und 4 Beastheit. Okay, das ist. Da müssen wir also den schwarzen Schatten auf jeden Fall nochmal machen. Ich bin dazu fähig mittlerweile, den auch in 30 Sekunden zu besiegen. Ich muss das halt nur aufpassen, dass ich da halt nicht so oft daneben haue, ne? Ich denke mal, dann geht das ganz, ganz gut, wenn ich das ein bisschen besser beachte. Aber das Rentier hüpft ja. Der hüpft ja dauerhaft immer hin und her wie so ein Känguru. Da... Want me to make something? Kann ich leider nicht so viel gegen machen, ne? Wenn ich dann daneben schlage... ist halt nicht schön, ne? Um es mal ganz vorsichtig zu sagen.
So. Ja, und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es im Winter was bringt, wenn man halt nichts angepflanzt hat, ne? Da habe ich leider keine Ahnung von, kein Schimmer. Wovon ich aber einen Schimmer habe, ist, dass wir essen sollten. Das ist immer wichtig. Hey! Genau, deswegen... Gerüste... Also, wow, wir haben... Wow. Wir können sehr viel machen. Können wir eigentlich noch die Stärke erhöhen? Ich wäre gerne richtig stark. Also so. Oh. Dann anstatt Wasser können wir doch Tee trinken. Komm. Das behalte ich mal hier drin. Hm. 13 ist das Maximum, was wir an Stärke bekommen, irgendwie, ne? Nee, warte mal. Ja, das war 11. Gerüste Dings. Ja. Nehmen wir doch mal hier das hier. Genau. Da sollten wir ein paar Sachen auch hier verwerten. Sonst ist das nachher schnell schlecht. Wir haben wirklich viel gesammelt. Guckt es euch mal an. Dann machen wir das nochmal. Und dann essen wir. I have managed to return. Sehr schön. Freut mich für dich. I give my gratitude for this meal. Das Menü heißt Dekusari Dumplings. Okay, gut, dass wir wissen. Dann wissen wir auch Bescheid, wie das Menü hieß. Ich meine, es ist sehr wichtig, ne? Sehr wichtige Info, die wir hier bekommen. Natürlich ist alles ein bisschen was verdorben, aber ist auch nicht schlimm. Können wir halt immer in den Boden nachher bepflanzen, verwerten. Und ja, dann sollten wir jetzt eigentlich hier gut ausgerüstet sein. Ich gucke mal kurz bei den Skills, ob wir irgendwas freistellen können, aber es sieht nicht danach aus. Machen wir uns auf den Weg. Einmal versuchen nochmal das Rentier zu klatschen. Innerhalb von 30 Sekunden. Wenn wir das nicht machen, wenn wir das nicht schaffen oder so, wenn wir das vielleicht geschafft haben, dann gehen wir in ein neueres Gebiet wieder rein und gucken mal, was wir da noch freischalten können, beziehungsweise machen können, ne? Wenn das Rentier jetzt wieder nach einem Tag da ist, ich weiß ja nicht, wie hoch die Population dieser Art Rentiere ist. Ah. Wenn er nicht halt dauerhaft hüpfen würde, ne? Oder sie umdreht. So. Bleib stehen. Na. Ah, doch, wir haben es innerhalb von 30 Sekunden geschafft. Okay, wir haben sogar schon mal ein Leder bekommen. Okay, gut. Sehr schön. Das war doch mal erfolgreich. Aber in der Nacht traue ich es mir halt noch nicht zu. Das machen wir auch ein anderes Mal. Jetzt schicken wir erstmal Taumon. Der kann ruhig ein bisschen was abnehmen. Den schicken wir nochmal hier hin. I'll be off then. Genau. Und dann machen wir uns... Hier haben wir noch gar nichts erreicht, ne? Wir haben ja noch gar nichts erreicht. Waterborne Power. Ich weiß nicht. Warte mal, guck mal im Menü. Das haben wir ausgerüstet. Guck mal, da steht das doch. Müsste es einfach nur tragen? Ich gehe mal so rein. Ich habe ja die Waterbound Power ausgerüstet. Zumindest heißt so ein Skill meiner Kleidung. Kriegen wir es jetzt direkt freigeschaltet? Ich weiß es nicht. Ja, genau. Können wir auch gleich direkt wieder raus. Man musste einfach nur das anhaben. Gut. Da müssen wir 15 von diesen Dingern in der Nacht besiegen, aber das machen wir jetzt nicht. Aber hier müssen wir auf jeden Fall noch einiges machen. Defeat bei der Nacht. Und wir müssen drei Schildkröten
umdrehen. Ich weiß auch nicht wie. Und irgendwie, warte mal, was war das? Keen Eye Effekt. Bekommen wir das mit einer Maske? Ja, gehen wir auch noch damit rein. Das war ja auch so ein, ist ja auch so ein Maskeneffekt. Und dann müssen wir versuchen, mal drei Schildkröten, genau. Drei Schildkröten zu erledigen, umzudrehen. Autsch. Du musst aber gucken, wo die Schildkröten sind. Wow, da habt ihr jetzt gesehen, wie skillig das gerade war? Also ihr könnt da, also bei mir kriegt ihr her was. Meine Güte. Da war ich ja selbst überrascht. Aber cool, die Weitsicht ist schon cool. Die Weitsicht ist echt cool. So, da haben wir eine Schildkröte. Aber die besiegen wir zu schnell. Autsch. Das ist halt die Sache. Lacuna, bitte. Mach keine Faxen. Wir wollen auch nochmal. Wir müssen Jade. Halt. Da hoch kann man nicht, ne? Nee. Müsste man öfter das machen können. Oh Gott, bitte. Ich weiß, hier waren wir schon oft genug, ne? Aber ich würde halt gewissen irgendwie... Was das bedeutet, mit den Schildkröten umdrehen. Ups, ich wollte eigentlich noch... Das wollte ich machen, genau. Die Attacke mag ich sehr. Die ist cool. So, weg mit dir. Drei Schildkröten umdrehen. Aber die kommen halt so schwer. Alter, diese Rentiere, ich hasse sie. Ja, wo ist sie denn? Ja, komm, dreh die um. Geh in den Panzer rein. Ja, dann halt nicht. Jetzt hat sie automatisch losgelassen. Okay, das checke ich noch nicht so ganz. Na, komm. Warte, warten wir, bis wir es eingesammelt haben. Ich check das nicht so ganz, was das bedeutet, mit drei Schildkröten umdrehen. Flipper Hiding Turtle Over. Am Anfang war ja direkt eine Kröte, ne? Die war ja direkt am Anfang. Muss man die jetzt, muss ich die fest genug schlagen? Wenn die in einem Panzer drin ist? Lul. Nein! Was? Ja, Fisch, der ist hier ganz unten alleine. Hey, war ich noch nicht, oder? Wow. Doch, hier war ich schon. Au, natürlich, war klar. Aber hier wollte ich eigentlich gar nicht sein. Ich wollte eigentlich oben bleiben. Ich wollte gucken, wie ich jetzt die Schildkröte umflippen kann. Wenn die Ladezeiten nicht mehr so lang werden. Derzeit vergesse ich ganz gerne mal, was hier Phase ist. Hi. Kam hier eigentlich eine Schildkröte nach, wenn man die erst besiegt? Alter, diese Viecher.
So. Weg mit euch. Ja, da kam eine Schildkröte. Oh, die ist wieder gerade wieder rausgekommen. Ich mach das. Ja. Ich würde dich gerne. Diese dummen Fische. Geh doch hier mal in so einen Keks. Komm, versteck dich. Versteck dich. Nee, da killt sie ja. Hä? Also wenn ihr es wisst, schreibt mir jetzt mal unbedingt in die Kommentare, weil so lange werde ich das nicht tun können, weil das verstehe ich nicht so ganz. Hier müssen wir noch Feinde besiegen. Ich glaube, wir haben das Magic-Attribut ja automatisch ausgerüstet. Machen wir noch ein paar Feinde hier kaputt. Da haben wir in diesem Part nicht so viel erreicht, aber immerhin etwas. Ich wüsste halt echt wahnsinnig gerne, wo. Was ist das so? Hä? Das soll irgendwas sein. Hallo, darf ich mal vielleicht irgendwas machen? Alter! Ich wollte die ganze Zeit diese Attacke machen, aber durfte nicht. Diese dämlichen Fische, ey. Hä? Ja, da unten waren auch noch ein paar Gegner. Sehr gut. Hallo, lass mich weg, bitte. Ich weiß nicht, was die ganze Zeit angezeigt wird, was das ganze Blinken bedeutet. Soll hier ein Schatz in der Nähe sein? Aber ich weiß halt, ich wüsste halt, ich empfand es nicht, wo. Da! Na, ah, nicht runterfallen. So, hoch. Wo bleibt meine Gesundheitsregeneration? Ich bin doch noch nicht so. Ich hab doch. Na, bitte bleib oben. Und rüberziehen. Na, rüberziehen, bitte. Mach keine Faxen, Sakuna. Ich werde ja sehr zum Dank verbunden. Hier ist auch wieder irgendwo was. Ha. Ich weiß nicht, in welchem Radius, Hä, kann ich wieder festhalten? Nee, wollte gerade sagen. Ich weiß nicht, in welchem Radius das man es ist, in... Dass man... Also, oh Gott, jetzt wird es schon dunkel, jetzt können wir schon wieder vergessen. Ich möchte nicht jedes Mal den Effekt benutzen im Schnittprogramm. Aber wir uns fehlen halt auch ein paar fehlen uns noch. Gehen wir nochmal hier hin. Eis soll man hier bekommen. Eis. Kriegt man später vielleicht sogar Elementarwaffen? Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir den Gegner vielleicht irgendwas einfrieren oder so. Ja, Dunkelheit und so, ich weiß. So, jetzt ein paar neue Sachen dazu. Hier war nix. Ich weiß, es ist ein bisschen dunkel, aber ich lasse das jetzt im Schnitt. Das lasse ich jetzt ausnahmsweise mal so. Aber wir können hier sehr, sehr schön. Oh, und hier ist auch irgendwas. Ah, da ist das Eis. Sehr schön. So. Ja. Kein Salz. Oder was brauchen wir hier? Frühlingswasser. Quellwasser.
Ja, aber sonst ist, können wir ja sonst nichts machen, ne? Es ist jetzt gerade mit der Nacht. Vielleicht kriegen wir hier noch ein bisschen Salz raus. Hä? Oh, ich sehe gerade, ich überziehe schon wieder. Es tut mir echt leid, Leute. Tut mir leid, aber so ist das im Leben. Damit müsst ihr leben. Dass ich auch ab und zu mal überziehe. Na komm, komm schneller raus. Ich verstehe nicht, warum ich hier nichts mehr bekomme. Muss ich dafür länger eine Pause machen? Keine Ahnung. Wir gehen also auf jeden Fall nach Hause. Und guck mal, was wir dann machen. Ja. Er hat mehr Scrollen gefunden. Oh, und wir müssen wieder sortieren. Und ich sehe schon, hier sind wieder sehr viele Steine. Und wir müssen das Tillen auch starten. Oh nein, das wird wieder so eine Folge. Oh. Wir lassen erstmal das Wasser raus. Und dann gucken wir mal, was die nächste Folge so bringt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like und Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.